der er punkten kann. Damit sich die Spieler manchmal vielleicht selbst im Weg stehen. Ich will mich jetzt hier auch nicht zu sehr auf die Seite der Bremer stellen. Ochsenhausen hätte sich. Und da ist der erste Satz für Ochsenhausen. So, zweiter Satz, Aufschlag Ochsenhausen. Gut aus für die Bremer. Kurz, kurz. Und die Parallel. Lambier ist leider noch nicht so richtig im Spiel. So, 2:0 also für Ochsenhausen. Aufschlag zu Boy. Dritter Satz. Da hat aber Gustavo Tsuboi gerade, sieht natürlich auch immer recht viel intuitiv. Man muss ziemlich schnell auf das. Jetzt kommen wieder diese Rückhandaufschläge von Stefan Fegal. Konnte gegen Diaz. Entscheidungssatz. Aber erstmal müssten Florent und Tsuboi dafür diesen Satz hier gewinnen. Und manchmal ist diese Variante mit dem Reinspielen des Balls. Können. Und das kann doch nicht wahr sein. Da geht der Ball direkt. Oder kann den Kauf nehmen oder nicht. Wahnsinn. Und da ist das 17:15 für Werder Bremen durch einen mutigen Rückhandflip.